Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hausflipper. Vorige Folge haben wir ja begonnen, hier den Wellnessbereich zu gestalten. Wir haben gesagt, wir wollen hier ein Wellnesshäuschen machen, also eine Sauna hinein. Wir wollen haben ein Bad, klein, aber das alles bietet sogar Kerzen im Fensterbrett, am Fensterbrett, wie auch immer. Wunderbar. Herrlich, herrlich. Hier, da der metallene Waschtisch, der ist Geschmackssache. Ansonsten, wunderbar, da gehört noch ein wenig Deko rein und schon haben wir gewonnen. So, und hier draußen wird der Wohnbereich, stattfinden. Stattfinden ist gut, das ist ein gutes Wort dafür. So, macht das Licht an. Ja, wir haben hier natürlich keins. Wie sieht es eigentlich hier aus? Hier gibt es natürlich auch keines. Da ein Brandmelder. So, dann brauchen wir hier... Ich befürchte, also Licht, nein, Schalter, wir machen mal Schalter, Lichtschalter, elegant, doppel und so weiter. Ich hätte gesagt, wir machen den hier, jetzt kaufen, innen. Der ist natürlich total speziell, super toll abgesichert, so, aber sonst kriegen wir da drinnen kein Licht hin. So, und hier wollen wir Spots an die Decke haben, weil heute ist Saunatag. Spots an die Decke. Spot. Nö. Decken? Halogen? Decke? 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 Ja, Deko. Decke. Was heißt Decke eigentlich? Deckenleiste. Oh, Deckenleiste. Oh. Das können wir auch mal machen, Deckenleiste. Auch sehr cool. Die haben wir da drüben, die da im Bad. Auch sehr cool. Aber wir wollen lieber als die Deckenfluter Halogen. Hallo. Hi, Halogenlampe. So, Halogenlampe oder Mini-Halogen? Wir nehmen die Mini-Halogen. Nein, nicht eine. Ja, viele. So, und zwar wollen wir 1, 2, 3, 4 und eine noch in die Mitte oder zwei in die Mitte. Man sagt eine hier und eine hier. So, und wenn wir jetzt aufdrehen. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ne, wir heben die nicht auf. So, dann haben wir Möbel. Wenn wir hierher gehen und sagen Sauna. Sauna. So, dann haben wir hier einiges. Das werden wir jetzt verbauen. So, mal hier. Wir wollen viele davon. So, zwei müssten nebeneinander passen, glaube ich, hoffe ich. So, und der zweite hierher. Moment. Also, da jetzt so eine kleine Dings dran. Wieso? Okay. Gut. Nachher wird es keiner mehr sehen. So, und hier auch noch. Und eines länger. Genau. So. Dann haben wir hier Sauna. Wir sind hoffentlich noch bei Sauna. Nö. Sauna. Yeah. Genau, hier ist die Ecke. Da brauchen wir zwei davon. So, einmal er hier. So, und einmal er hier. So. Schade, dass man das keine so halben Dinger reinbauen kann. So, und hier drauf will ich ihn stellen. Den da, super. So, Sauna sagten wir. So, da drücken wir mal da drauf. Dann bekommen wir das hier. Zwei. So, da brauchen wir einmal hier. Für die Länge zum Liegen. So. Und einmal für die Länge zum Liegen. Das kann man sich ja dann woanders hinstellen. Auch das Teil, super. So, wir brauchen jetzt noch Sauna.
So, Sauna, die brauchen wir in dem Fall, wobei wir können zwei anbringen, dass wir die auch haben, weil die so saunamäßig aussehen. So. Sehr schön. Und einen hier. Sehr schön. So, jetzt haben wir Halogen und Sauna. Es ist die Scheinwerfer-Sauna. So, sehr gut. Dann haben wir noch. Löschen hier Sauna. Bam. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall, so ein Thermometerchen. So, das machen wir gleich da hier. Und eine Sanduhr gehört doch auch in so eine Sauna. Haben wir da noch mehr? Da, Sanduhr. Sanduhr für die Sauna. Ja. So, dann brauchen wir noch Sauna. So. Sauna. So eine, nö, der ist schon schöner. Aber passt der hier noch rein? Ich glaube, der war relativ groß. So, den kann man natürlich da herstellen, aber der steht dann so im Weg. So, wenn wir aber die Ecke, wenn wir die Ecke hier, so, und jetzt den Saunaofen reinstellt, probieren wir das mal. So. Na gut. So, schließen und jetzt noch so einen Pott. Sauna-Pott. Nö, haben wir nicht. Heißt der Kübel? Nein, Eimer. Eimer. Genau, hier der. Den habe ich gemeint. Natürlich haben wir den gemeint. So. Sauna-Eimer, gleich da in die Ecke, da fällt er nicht auf. Vielleicht machen wir auch einen zweiten dazu. So, jetzt kaufen, den stellen wir da am Boden einfach so. Dekorativ. Da darf er rumstehen. So, brauchen wir sonst noch hier irgendetwas an den Wänden oder irgendwie so? Ja, Handtücher. Handtücher. Die Handtuchrollen beim Finnen haben mir ganz gut gefallen. So, Handtuch. So, Halter. Aus Metall. Der wird sicher sehr, sehr schön angenehm heiß, wenn er da drin ist. So, Handtuchrolle. Ja, da haben wir doch. So, kaufe viele. Legen wir mal da. Da. So, und da. Für Reserve. So, und eins da. So. Vorbereitet ist alles. Wir können das Saunaräumchen verlassen. Yeah. So, da drinnen. Sauna, ich würde sagen, tatsächlich fertig. Sauna. Sauna ist gut. Sauna macht Mut. Sauna macht Laune. Hier in der Sauna ließe es sich aushalten, bis auf das extrem hell ist irgendwie. Sie ist groß, sie ist angenehm, super. So, kriegen wir noch irgendwie Fenster zu so Rollläden oder so? Rollläden? Langes, kurzes. So, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel das hier. Zweite Farbe, nö, bleiben wir dabei. Details, welche Details? Ach so, da hinten. So, jetzt kaufen. Geht das? So, einfach mal anschrauben. Wir schauen mal, wie es passt hier. So, weil da müssen ja die Nachbarn nicht unbedingt dabei sein, wenn wir da in der... Oh ja, oh ja. Also über das Gold können wir diskutieren, aber ansonsten, wir werden da ein zweites einbauen. Schwarz oder so grau, wie ist denn mit schwarz? Na, schwarz ist schon ziemlich heftig hier. So. Okay, das ist schon gut so, aber hier, da liegen die Handtücher im Weg, glaube ich. So. Dann nehmen wir die mal weg. So, nur da eins, zwei, die legen wir vorerst mal daher. Vielleicht tun wir die dann noch ändern. So, und nehmen wir das auch in dieser aufdringlichen Farbe, dann haben wir zumindest beide gleich. Ja, jetzt geht's. Natürlich, jetzt geht's. So, dann hier. Da-da-da, da-da-da. Sauna ist fertig. Also gleich. Super. Dann können wir da zulassen, zulassen. Bäm, so, Sauna dicht. Können die Nachbarn auch nicht mehr spechteln. Herrlich. So, kann man das jetzt hier noch da am Fensterbrett? Ja, so halb. Das geht. So.
super. So, sehr schön, sehr, sehr schön. So, hier haben wir das Bad mit der Nische, hier haben wir den großen Saunabereich, das heißt, hier kommt Wohnküche-Schlafbereich her. Da habe ich auch schon eine gute Idee, wie wir es gestalten. Aber, meine Lieben, es hilft nichts, wir müssen Aufträge annehmen. Wir müssen arbeiten, arbeiten, arbeiten. Dann würde ich mal sagen, Auftrag zum Aufräumen der Garage. Max Tölpel, hey, ich habe ein neues Auto und das alte würde ich einfach gerne weg in der alten Garage in der Vorstadt lassen. Aber in der Garage ist so viel Müll, dass ich nicht mal weiß, ob ich dort überhaupt reinfahren könnte. Könntest du die Garage für mich aufräumen, sodass ich wieder Platz habe? Wenn er zusätzlich das Auto putzt, dann zahle ich extra. Gruß Max. Okay, wir putzen dein Auto. Oh mein Gott, Okay, gut. Du kannst dich hinhocken, indem du C drückst. Ja, vor Frust. So, aber zumindest, wir haben hier einen schönen Auftrag. Bam. Oh ja, Unkraut. Ja, das liebste Unkraut hier. So, wunderbar. So viel, ich müsste tatsächlich aufhören. Ich kann mich da nur schwer, ganz, ganz schwer zu begreifen, so. So, beim Öffnen. Oh mein Gott. Was für eine Müllgarage. Okay, so, na dann. Bemühen wir uns, dass wir das zügigst hinkriegen. So. Ja gut, über die Jahre und so weiter sammelt sich natürlich immer viel an, was man dann im Endeffekt ja nie braucht oder nie wieder braucht. Aber da ist ja auch so dreckig alles. Eieiei. So, na dann. Ist das Bild Müll? Nö. So, Moment, wir haben einen Punkt bekommen. Für irgendwas haben wir einen Punkt bekommen. Ah, schnelles Händchen. Aufräumen 50%, du siehst alle Verunreudungen. Wirf den Müll in Reichweite, machen wir mal das. So. Da war ein guter dabei, ein guter Reifen noch. Die guten Reifen muss man trennen von den schlechten Reifen. Und auch das haben wir gemacht. So. Müll. Super, ich glaube, Müll haben wir komplett weggeworfen. Reifen liegt in der Ding drin. Da können wir aufmachen zum Lüften. Würde vielleicht auch nicht schaden. Die Dinger werden wir dann aufstellen. Das Ding kann man gerade hinstellen. So. Weil das bringen wir rüber. Ich brauche das irgendwie. So, Werkzeuge lassen wir da. So, die Gartenhake. Stehen wir da dran. Dann haben wir hier noch eine Rechen. Und eine Schaufel. Dahinter ist noch ein Karton. Karton. So, wir brauchen den Besen. Das heißt gewesen. Schön übers Auto auch drüber. Da gibt es ein Extra, hat er gesagt. Oh ja. Die Reifenspuren weg. Die Reifen. Wir sind geputzt, denn wir werden denn. Ja, was haben wir da? Was spiegelt sich da? So. Sehr gut, oder? Ist doch gut. So, gut, dass wir schon diesen endgenialen Wischmob haben. Der Wischmob. So, und jetzt gehen wir einmal die Decke entlang, an die Kanten, an die Kante. So, sehr gut. So, irgendwas ist da noch dreckig. Vielleicht das Auto. Können wir da draufsteigen aufs Auto? Yeah. Aber das war es gar nicht so. So, super. Garage fertig. Fenster reinigen. Das machen wir. Ah, herrlich. So. Wunderbar. Und fertig. Yeah. So, dann... Boah! Yeah! Okay,
So, Wischmopp gleich mal zur Hand. Wir fangen hier mit dem Wischmöppchen an. Das Möppchen, Gott, das Grüne schon. Da moost schon alles zu. Hier ist alles total versintert. So. Super. Und jetzt den Dreck am Boden. Mal hier überall drüber wischen. Fenster reinigen. So, jetzt werfen wir Müll weg und dann werden wir nachher noch einmal nach dem Müll wegwerfen, nachher nochmal versuchen zu reinigen. Ja. So. Na dann werfen wir mal den Dreck weg. Der Dreck muss weg, der Dreck muss weg. Oh, ist da Dreck drin. In dem Regal ist so viel Dreck auch noch. So, ich glaube, das ist kein Müll mehr, das ist schon Müll. Wunderbar. So. Die Reifen, die schmutzigen Reifen. So, jetzt nehmen wir uns nochmal dein Möppchen. Möp, möp. So, und da fahren wir schon spazieren mit dem Mob. So. Ist das Dreck? Ist das Dreck? Kann es weg? Hängen wir es mal hierher. So, das hängen wir mal hierher. Vielleicht interessiert es irgendwen. So, das nehmen wir auch weg. Müll. Reinige die Verschmutzungen. Ja, hier haben wir noch. So. Mal da mal drauf springen. Kommen wir bis dorthin? Ja, kommen wir. Auftrag abgeschlossen. Bam. So, Moment. Wir brauchen das hier. Oh ja. Unkraut. So, meine Lieben, wir bekommen hier, seht ihr das, wie viel wir dafür bekommen? Das ist super. So, bam, wirklich abschließen, 7000, yeah, natürlich, so sah es aus, jetzt ist so. Oh, schön. Super, super. Ich glaube, sowas machen wir nochmal, da kriegen wir echt viel Geld dafür. Schön. Ah, was? Schon gut. So, dann würde ich sagen, wir probieren noch einen kleinen Auftrag in dieser Folge. So, gleich. Jawohl. So, Angelika Werner, das Kitschhaus. Bam. Hey, meine Tante ist im Hospiz gelandet und wird es sicherlich nicht so schnell verlassen. Nun habe ich ihr Haus bekommen. Es ist hässlich und ich würde es am liebsten abreißen. Ich würde gerne etwas Neues bauen, habe aber kein Geld. Das Haus ist kitschig und sieht aus wie das Haus einer einsamen Mutter. Aber die ein schwieriges Leben hinter sich hat. Also nicht einfach nur eine Mutter. Also fast wie bei mir. Schmeiß die blöden Schränke raus und stell normale Möbel rein. Die Bilder an den Wänden, die kannst du auch entfernen. Mach einfach etwas, denn im Moment sieht das einfach fürchterlich aus. Es sollte schick und stilvoll sein. Bis bald. Gut. Oh, ist das lieb. Das ist doch lieb. Einsame alte Mutter. Naja. Kitschig, stilvoll. Es ist irrsinnig viel Geschmackssache dabei, oder? Auftrag beenden? Jetzt schon? So, nur ein bisschen so Alibi halber. Ein wenig Unkraut zupfen. So, nein, wir gehen doch üblicherweise. Ja, ja. Kriege ich jetzt einen Rasenmäher? Bitte. Kann ich endlich einen haben? Die Nesseln bei den Brennnesseln sind ja übrigens an den Rändern. Das heißt, wenn man mit Zeigefinger, Daumen von oben und von unten halt nicht genau in die Mitte draufgreift, kann man sich bei Brennnesseln, also man muss vorsichtig sein, aber dann kann man sich, wenn man es richtig macht, gar nicht an den Nesseln, also man kann sich dann nicht verbrennen, aber ja, ja. Keine Garantie dafür, dass das alles gut und richtig gemacht wird. Ich habe es probiert. Es hat länger gedauert, aber ich habe es geschafft. Zeigefinger oben drauf,
Also Daumen oben drauf, Zeigefinger unten drunter, nicht genau in der Mitte, wo die Nesseln angebracht sind, gibt es hier keine Hintertür. Die vielen Unkräuter hier. So, jetzt ist aber genug. So, na klar, die Hintertür. Bam. So, wow. Wow. Oh, ich würde die alle gerne gerade richten. So, was genau ist eigentlich der Auftrag jetzt? Warte jetzt mal, 8 Quadratmeter, okay. Ah, der Keller. Okay, der sieht doch super aus. Ja, klar, da müssen wir ja auch nichts machen. So, das Bad ist auch. Ja, die Küche ist, verstehe ich. Ja, die Küche. So, gut. Wir fangen am besten an mit der Mauer. Nee. So, Tür weg. Den entfernen wir nachher. So. So, reißen wir durch. Durchbruch erfolgt. So. So. So, alles gut? Ich denke, ja. Sollen wir alles raushauen? Den nicht? Na, so schlecht waren die auch nicht hier. So. So, sind wir hier fertig? Streiche in verblichener Zitrone. So, dann machen wir das mal. Streiche in verblichener Zitrone. Hier die verblichene Zitrone. Da haben wir das hier. So. Also einige Dinge waren ja okay in dem Haus. So. So, diese verblichene Dunkelgrün, das vorher da war, ist ja ganz schlimm, ganz schlimm. Weil das auch so fleckig schon alles war. So. Also einige Aufträge, wir haben das ja das letzte Mal, Staffel 1 war ja 2018 und einige der Aufträge, gerade am Beginn, sind mir relativ bekannt vorgekommen, aber das hat sich jetzt in den letzten paar Folgen dann irgendwie aufgehört. Oder ich erinnere mich einfach nicht mehr dran. So. So, ist recht viel besser.
So. Da oben auch noch. Boah, verbrauchen wir da viel Farbe in dem Zimmerchen. So. Dann hier noch. So, und hier die beiden noch. Ich glaube, das ist echt weit leer und wir müssen noch eine Dose Farbe kaufen. Ja. Och, der Kasten. Den werden wir dann auch mal aus dem Weg nehmen. Stellen. So. Ja, wir brauchen einen neuen Farbtopf. Farbtopf, aber einen kleinen. So, Verbrecher-Zitrone, jetzt. So, dann er. Und da hinten noch diese drei Bahnen. Wunderbar. So, wir schießen auf das hier, bam, und auf das, bam. So, was brauchen wir denn alles? Wir probieren mal, geht das Licht? Bam. Sehr schön. So, wir brauchen ein Doppelbett. Doppelbett. So, verblichene Zitrone, würde ich sagen, ja, gelbrot ist ein guter Vorschlag. Tagesdecke, jetzt kaufen. So, gleich da hinten in die Nische rein. So. Dann brauchen wir noch das Regal Kahl, gelbrot. Da haben wir was Rotes, bam. So. Als ambitionierten Raumteiler hier. Moment, irgendwas hängt hier gerade. So, lag. Bam. So, dann brauchen wir noch Nachttisch rechts, Nachttisch links, ein Eckschreibtisch in a road. So, da stehen wir ein Tischl dazu, beziehungsweise ein Sessel in a road. So, und jetzt haben wir das Nachttischproblem. Ich hätte es nämlich gerne tatsächlich so abgetrennt gelassen, aber da passen halt keine Nachttische rein. So, wir stellen die da her. Die gute Dame kann sich ja dann selber drehen. So. Und gut ist. So, hier noch das zweite dazu. Und wir sagen, es ist Kunst. Und eine ganze Kommode. Da kann man... Ach, das sieht ja schlimm aus. So, gut. Sie hat's gesagt. So, Gegenstände verkaufen 27. Wir probieren das mal. Bam. Ich finde das gar nicht so schlimm mit dieser Fotowand hier. Überhaupt nicht, nämlich. Das waren alles die Erinnerungen. Sind alles Erinnerungen. Den nicht. Gut. Den auch nicht. Gut. So, funktioniert der eigentlich? Ja. So, ändern Sie... Oh, den Teppich will sie auch nicht. Gut. So, ändern Sie die Raumordnung. Der Raum hier. So, dann werden wir da mal die da. So, und wir ändern die Raumordnung. Wir haben ein Hämmerchen in der Pfote. So, na super. So, super. Ja, dann weg mit der Wand. Fort mit Schaden. Alles fällt und gedeiht. So, na dann. Was brauchen wir? Mandarin, Orange, Weiß.
Mandarin, Orange, Weiß. Wir machen hier einen großen Pot. Wir machen hier einen großen Pot. So, und nehmen noch einmal das Hämmerchen für die Ecke hier. So. Weiß. Die Frage ist, ob man links und rechts vom Fenster auch eine Bahn Orange noch dazu nehmen oder ob das so uns reicht. Probieren wir es einfach. Nur der Versuch macht klug. So. So. Ich glaube, ohne wäre es auch gut gewesen. So, aber egal. So. Die Lampe muss auf jeden Fall eine andere werden. Aber das wird sie dann entscheiden. Ja, ja. So. Da haben wir noch das hier. Und hier die Wand auch noch. So. Sehr gut. So. Und hier. So, und da hinten ist sowieso so klein und verwinkelt eng. Das lassen wir so in Weiß. So, da sind wir überall durch. Mal aufpassen, nicht, dass wir nachher wieder dann irgendwo an einem Punkt stehen, wo wir dann erkennen, ah, da hätte was gefehlt. Und dann aber nicht mehr erkennen, wo es denn gefehlt hätte. So, super. Sehr schön. So, dann hier auch noch bis daher. Wunderbar. So, diese Seite, dann haben wir hier drinnen noch. Wunderbar, wunderbar. Ja, und oben drüber, dann hätten wir die Wände hier. Fertig einmal. Ja, so. Sehr schön. Jetzt schießen wir das ab. Gemalt haben wir, denke ich mal. So, bam, bam. Wir brauchen einen Boden, einen anderen, oder? Nö. Streiche. So. Was haben wir denn da? Kücheninsel mit Spülbecken. Ja, Kücheninsel mit Herdplatte. Barhocker, Kühlschrank Japan, Couch, TV-Schrank und Blume. Okay, Kücheninsel. Ja, wir haben uns entschieden hier für irgendwie so Rot-Gelb-Design. Das könnte man auch nehmen. Spülbecken in Schwarz. Nö. Lass uns das so jetzt kaufen. So. Okay. Und die Fliesen am Boden bleiben so. So, bevor wir da die Kücheninsel. Wir haben da ja noch eine Kücheninsel. Vorderseite, nö, ja. So. Okay, wir werden das in Weiß machen müssen. Okay.
Okay, wir müssen mit dem Kühlschrank anfangen. Es hilft nichts. Kühlschrank. Okay. So. Hier eine Couch. Gar nicht. So. Ich meine, alles ist Geschmackssache, ist schon klar. Aber die würde sich gut für einen Beamer eignen. So, dann machen wir nochmal hier mit der Kücheninsel. Nö, hier, das passt besser zu dem Japan. Ja, vielleicht auch das hier. So, dann haben wir hier das da. Wow! So, die stellen wir da so aneinander. Jetzt würde ich es aber gerne noch einmal so. Moment, vielleicht so. Und. Anders dahin. Wir werden das der Länge nach reinbauen. So, genau so. So. Und der hier, ich kann das mit den Fliesen da am Boden nicht lassen, das geht gar nicht. Das ist total schlimm für mich. So, dann haben wir hier die Kücheninsel fertig. Dann kommen die paar Sessel noch dazu, paar Hocker. So oder? Nö. So. Rahmen. Den haben wir hier. Dann kommt hier noch ein zweiter. So. Das ist mal gerade okay. Da kommt eine Blume. Dann nachher. Wir brauchen jetzt noch... nein. So, wir brauchen die Couch. So, die Couch, die Couch. So, dann haben wir hier einen TV-Schrank. Nö, den probieren wir auch in der Farbe. So, und jetzt ein Blümchen. Ein Blümchen, ein einziges Blümchen. Naja, so, da ist natürlich ja super. So, die stellen wir da hier. So, ist der Auftrag fertig? Wir schauen mal ins Auftragsbuch. Aufgaben, alles fertig, Gott sei Dank. So, na dann, schauen wir mal gemeinsam, wie es aussieht. Das Haus von Omi. Jawohl. Oh, ist doch gut geworden, oder? Ja. Kann man so lassen. Kann man anbieten. So, meine Lieben, das war's mit dieser Folge hier. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.